Hallöchen, liebe Leute, willkommen bei Trashy Trash mit Relic Hunter Zero. An der Stelle habe ich mal jetzt einfach mal ausgewählt. Der Barry ist dabei und der Rikus. Hallo, Hallöchen. Man kann das Spiel zwar nicht zusammenzocken, aber wir gucken uns das mal an. Und ich finde erstmal die Charaktere finde ich knuffig. Gibt allerdings erstmal nur zwei, wie es aussieht, ne? Na, welche Difficulty nehmen wir denn? Ich nehme jetzt einfach mal easy. Ich habe den normalen genommen. Ja, ich habe jetzt auch den normalen genommen. Ja, okay, ja. dann nehme ich halt ist schwer. Ja, gut, okay. Nehmen episch. Ja, okay. Das kannst Epic. Du machen. Ich nehme Pinky, ich mag Pinky, die sieht voll knuffig aus. Kann meiner den Text hier vorlesen? Ich kann nicht lesen. Nein, ich kann nicht lesen. Brauchst du nicht lesen. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen rumlaufen, ich finde die Charaktere süß. Und, okay, also deine Knopf ist dodgen, also ausweichen. Echt ein bisschen laut bei mir immer noch. Ein bisschen laut, ja, muss auch noch ein bisschen runtersetzen. Warte mal kurz. Kann ich das denn jetzt noch machen? Ich will ins Hauptmenü gehen. Indem du, ja. Nee, indem du einfach Windows machst und das Spiel leise setzt. So. Oder das. Ja, Trick 17 halt. So. Ja, ist so wie Enter the Gungeon, ne? Das ist wie Enter the Gungeon. Das kennst du sogar, finde ich super. Ja, ich habe das für PS4. Finde ich super. Habe ich genauso oft gespielt wie Tropico 5 auf dem PC, was ich mir gekauft habe. Ah, okay. Niemals. Okay, und so nimmt man eine Pistole. Kennt ihr das, wenn ihr Spiele kauft und die nie spielt, obwohl ihr sie gekauft habt? Ja. Ja. Bei mir mit Enter the Gungeon. Ah. Also ich habe prinzipiell mal verstanden, was man zu machen hat. Also um Pistole mal zu bewegen. Ich find's aber ehrlich gesagt mit Pistole verwirrender. Ich mag einfach mal drauf klopfen auf die Jungs. Ja, Mann. Komm ich denn in ein richtiges Level? Ja, das ist jetzt erstmal so ein Tutorial. Du musst erstmal ein bisschen dieses komische Spiel lernen, ne? Ja, ich habe das Tutorial gerade durchgespielt und bin okay. Rechts durch die Tür gegangen und war dann wieder am Anfang des Tutorials. Okay. Deswegen wundere ich mich gerade. Ich weiß nur gerade nicht, wie man Granaten benutzt. Bin gerade zu inkompetent, Granaten zu benutzen. Egal. Press mit Maus. Oder V für Media, okay. Ja. Aber auf jeden Fall. Aber das hat auf jeden Fall so einen Enter the Gungeon so Stil. Ich finde eigentlich den Grafikstil finde ich süß. Es erinnert mich ein bisschen an Scott Pilgrim an das Spiel. Irgendwie. Weiß nicht, wie es für den Rikus ist, aber es sieht so ein bisschen ähnlich aus. Der Rikus schweigt und versucht das mal. Und genießt dieses Spiel. Ja, ja, selbstverständlich. Können wir es genießen. Ja, nennen wir es genießen. Das Spiel sieht ja schon voll hochwertig aus, schreibt ja. Sie. Ja, das ist ein hochwertiges Spiel. Das ist sag mal so, es ist okay, aber. So, jetzt frage ich mich natürlich. Man kann auch 5 Euro für Enter the Gungeon ausgeben, also von daher. Okay, und jetzt müsste ich nur noch rausfinden, wann. Ah, das Stage 1. So, okay. Ja, jetzt habe ich verstanden, wo es Stage 1 hat. Hey, Stage 1 hat. Wir können es immer gerade antesten, alle parallel, Rikus. Boah! Meinung. Du bist so ruhig. Ich bin einfach überfordert, denke ich. Okay. Ja, dass man so schön ausweichen kann, gefällt mir schon mal. Das ist mit dem Ausweichen finde ich toll. Ja, Ich habe aber nur ein Problem damit, dass diese Schildkröten-Typen sich ins Skelette verlangen. Wenn zu direkt zu dry bei uns, die Jungs. Voll geil, ja. Junge. Das ist nur beim Punchen. Habt ihr gerade das Mädel oder den Buben eigentlich? Ich hab den Rothaarigen, den Rotschopf. Okay. Bin wahrscheinlich der Einzige mit Pinky. Rothaarig, man harthaarig. Aber wenn es ein Bube ist, naja, gut, egal. Konnte doch auch irgendwie eine Granate werfen, glaube ich, nicht? Ich habe aber das Tutorial nicht richtig durchgelesen. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, wie das mit dem Granate werfen ist. Aber ey, ich muss erstmal ein Medikit hier aufnehmen. Wurde noch nicht gebrochen. Weil ich finde, solche Twin-Shooter, also die gibt es ja auch als Twin-Shooter dann mit zwei Dingern, die finde ich mit Maus wesentlich entspannter zu steuern. Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Ja, prinzipiell nicht falsch, ja. Wobei ich sagen muss, ich finde das mit dem Controller jetzt, ich spiele jetzt gerade mit dem Controller, finde ich es nicht mal ungeschickt. Ich muss mich nur gewöhnen an die Steuerung ein bisschen. Bin jetzt in Welt 1-3. Ja. Bin bis jetzt noch nicht getroffen worden. Also bis jetzt auch ist es recht easy. Ja, doch, getroffen schon. Ja, getroffen wurde ich schon mal. Aber ich mache jetzt hier. Mit dem Geld, da kauft man sich irgendwelche Sachen. Oder wahrscheinlich holt man sich später Upgrades dafür oder kriegt dann bessere Fähigkeiten oder irgendwie sowas. Vermute mal. Durchaus möglich. Ah! Ich bin da bei diesen komischen Piranha-Dingern, Alter. Die eskalieren ja komplett. Oh, Ammo, was ist das für eine Scheiße? Ja, du hast ja auch Pistolen hier, die rumliegen irgendwo. Weiß auch nicht. Ah, hier, ich hab das Ammo mitgenommen. Was sollen das für grüne Dinger eigentlich sein, die da mitten in der Map sind bei 1-3? Ich glaube, das sind Ranken? Fragezeichen. Ich bin auch nicht ganz sicher. Ja, also ich weiß gerade nicht so richtig, wo ich neue Munition herbekommen soll. Ich glaube, du kannst ja auch Midi einsetzen, so dein Schwertchen oder was du hast. Ich weiß aber nicht, wie es geht. Das ist ja das Problem. Ah. Was? Pau. Toll. Soll gegen 10 Leute mit dem Pau kämpfen.
So. Du musst nicht mit einem V kämpfen, du musst die V-Taste drücken. Ja, aber das macht ja nicht gegen so viele Leute. Oh, nice. Muss man alle Gegner töten, um das Level zu beenden? Oder gibt's immer einen Spiel? Ich glaube, du musst, glaube ich, immer nur alle Typen platt machen hier. Die dich blöd anstarren. Drück mal V, wenn du mit WASD läufst. Das macht keinen Sinn. Das stimmt. Irgendwas kaufen, eine Shoti. Man braucht relativ viel Kohle für die einzelnen Dinger. Obwohl, ich habe jetzt eine Pistole. Alter, ich kann jetzt rumpisteln. Und ich habe sogar eine Sturmgewehr, Alter. Boom, Junge! Du kannst, also ich kann mit dem rechten Stick sogar zielen, dann mit dem Gerät, wo ich unterwegs bin. Finde ich gut. Der Gerät! Weißt du, ja. Kann man die Waffe irgendwie wechseln? Mit dem Mausrad. Mit Rausmart, ja. Mit Rausmart, genau. Rausmart. Also dann ist ja kein Wunder, dass ich hier nicht vorankomme. Ja, Mann! Ja, das ist okay. Es gibt sicherlich schlechtere Spiele, die man spielen kann, aber... Also ich find das im Vergleich zu dem, was wir davor gezockt haben, Spoiler, das ist, was war das nochmal? They Can't Stop All of Us. Das war aber auch nicht schwierig. Ah, ich bin einmal gestorben, nein. Ach, Menno. Wie viele Minuten haben wir jetzt aufgenommen? Wir haben doch jetzt noch gerade mal 6 Minuten, hallo? Ich nehme mal den Typen. Ich finde den Typen, der sieht ganz schnittig aus mit seinem Schal da. So. Super Shield. Also ich finde es ehrlich gesagt nicht besonders schwer. Es ist nicht schwer, nee. Und ich spiele auf Epic, also keine Ahnung. Du bist halt einfach episch, Rikus. Was soll man dazu sagen? Ist eigentlich berechtigt, oder? Ja. Oh. Find's jetzt gerade auf Epic und ich find's auch nicht schwer. Oh, jetzt bin ich aber glaube ich fast tot. Aber nur weil ich überhaupt nicht Mühe gegeben habe, irgendwie auszuweichen. Ich bin gerade nur ein bisschen hinterher, wie man nochmal die Waffe wechselt. Beim Controller. Ich möchte eigentlich gerne mein Schwertchen benutzen, oder was ich da hab. Press E for buried treasures. Ah! Was? Also für verborgene Schätze. Ja. Weil, weißt du, es heißt ja Relic Hunters. Ne? Du suchst ja eigentlich Relikte. Weil du bist, ja, und man kämpft gegen irgendwelche komischen Vögel. Ja, und das sind... Ich hab irgendwas gefunden. Das sind ja anscheinend Bowser... Relic Piece unlocked. Das sind ja anscheinend Bowser's Schergen oder sowas, die sich hier reinschenken. Oh oh. Ich sterbe. Oh oh. Was ist das hier? Munition? Nee, Heilung. Das sind Gumbas. Ich hab Angst. Sieht aus wie Gumbas jetzt hier. Oh oh. Also ähnlich. Keine Muni. Oh oh. Ich muss rennen. Ich muss mich heilen. Medikit. Oh Gott. Es sind so viele Gegner. Level 2 ist schon so schwer. Wie seid ihr in welchem Level? Also ich habe mal Level 2 ausprobiert. Ich bin in Level 2. So hart. Ich weiß nicht, wo das steht. Was für ein Level? Ich gehe wieder zu Pinky. Pinky mag ich mehr. Die ist voll süß. Außerdem hat sie Fäuste, indem sie einfach die Leute wegdrescht. Finde ich super. Geht die Waffe jetzt ein bisschen übertrieben? Ja, yeah. Ah, der Pinky ist viel besser. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das hier mit Enter the Gungeon vergleiche, da ist Enter the Gungeon dann doch nochmal... Natürlich. ...den hochwertiger. Ja. Aber ich finde es... Ich habe einen Precision-Skill gemacht. Aber prinzipiell finde ich es nicht schlecht, muss ich jetzt mal sagen. Ja, ich meine, wenn man sowas auf sowas steht und kein Geld hat und wirklich irgendwas zum Zocken versucht, eine Grundverzweiflung mitbringen. Na, wobei, das klingt zu negativ, aber... Das klingt zu negativ, aber ich würde sagen, so als Zeitvertreib zum Testen finde ich es okay, sagen wir es mal so. Ja. Find's langweilig. Ja, es ist trotzdem... Du bist langweilig. Fehlt irgendwie so ein bisschen die Abwechslung in den Leveln. Ja gut, das ist ja eigentlich bei solchen Spielen üblich, dass es nicht unbedingt sehr unterschiedlich ist bis zum bestimmten Teil, oder? Es war das nicht bei Gungeon genauso, dass du erstmal. Ja, da musst du auch noch manche Sprünge machen und musst die schwierigeren Sachen ausweichen. Ach so. Die musst du ja quasi gar nicht ausweichen. Ja, ich weiß, was du meinst. Du hast ja eigentlich quasi hier nur wirklich so dieses. Schießt einen nach dem anderen ab, ohne dass die sich wirklich wehren. Ja. Ja, wobei, wehren tun sie sich schon. Enter the Gungeon ist halt auch roguelike, das heißt. Ich weiß nicht, ob das hier nicht roguelike ist. Ich kann es nicht abschätzen, ehrlich gesagt. Das ist nicht roguelike. Sicher? Ja, das ist immer das Gleiche, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich erzählen wollte. Genau, und dann kannst du halt auch sterben und levelst nicht, aber sammelst halt Erfahrung. Und ja, das ist halt hier irgendwie ein bisschen zu einfach. Wollen wir dann langsam aufhören oder so? Ja. Ich finde es echt ein bisschen... Was denn? Ich bin gerade hier voll dabei. Wir haben gerade noch 10 Minuten, ist doch voll schön.
Ich möchte jetzt noch 10 Minuten reicht. Ach, na gut, dann sterbe ich halt bei Schwind. Oder? Ja, okay, ich wollte noch vier toten Typen in den Tod gerissen. Ich bin beim Händler jetzt, der will hier irgendwas kaufen für 1000 Sterne. Du kannst Ammo kaufen und sowas bei dem. Finde ich ganz nett. Dann später in der Hubworld kannst du dann auch Waffen kaufen. Piece of Relic so. Kann man sogar kaufen. Mhm. Ich glaube, das sind die Sammel-Items. Da musst du alles sammeln und dann kriegst du geilsten Shit. Ja, auf jeden Fall, euer Fazit? Durchschnittlich. Also ich würde auch hier aber sagen... nicht schlecht, durchschnittlich. Also ich würde auch nicht sagen, ich finde es auch nicht schlecht, aber auch, wie du sagst, durchschnittlich. Ich erwarte ein bisschen mehr. Ich hätte ehrlich gesagt, auch gerade, weil es eine Free-Version ist, mal mehr als zwei Charaktere zur Verfügung. Einfach mal ein bisschen zum Testen. Aber sie haben ja... so was, dass man Sachen kaufen kann oder sowas? Ich sterbe jetzt, glaube ich, gerade. Also, so wie ich das weiß, gibt es noch einen Modus, oder der soll noch kommen, der Koop hat. Und ich glaube, der ist halt zum Zahlen. Aber das war's, glaube ich. Sonst wüsste ich gerade nichts, dass es so irgendwie was zum Kaufen gibt, so Microtransactions-mäßig. Von dem her, weiß nicht. Also so als Zeitvertreib finde ich es gar nicht mal so schlecht. Aber will ich das langfristig machen? Nö, eigentlich nicht. Gut, dann bleiben wir mal an der Stelle. Ja, war ganz nett und ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten wunderschönen Trash-Spiel. Was ist das eigentlich, was wir das nächste Mal machen? Undertale? Nee, Under... Wir werden sehen. Wir werden nochmal gucken. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao, ciao! Tschüss! Tschüss.